Das Gefühl kennt jeder. Man sieht irgendwas und denkt, oh, das sieht cool aus und das sieht auch gar nicht so schwer aus. Das probiere ich zu Hause auch mal aus. Und ich, für meinen Teil, probiere ja gerne Dinge aus, auch ohne zu wissen, ob ich sie überhaupt mal brauche und ohne zu wissen, wie es überhaupt funktioniert. Und manchmal nur, um sie euch zu zeigen. Und ich sehe jetzt im Moment jede Menge Videos, in denen Graffiti-Künstler Fahrzeuge so lackieren, dass sie wie gezeichnet rüberkommen. Und das ist der Cartoon-Style. Und den finde ich auch ganz cool und das sieht nicht wirklich schwer aus. Darum habe ich mir einen speziellen Lackstift bestellt und das auch mal einfach ausprobiert. Und zwar erstmal zu Hause bei mir auf einer alten Motorhaube. Und weil das da ganz gut geworden ist, dachte ich, für uns alle mache ich mal ein Video und probiere das hier an meinem Moped selber aus. Also hier an meiner BMW. Denn wenn das hier nichts wird, dann ist das für mich nicht schlimm. Dann schleife ich das eben wieder runter und fange von vorne an. Ich habe also erstmal viele Fotos gemacht und am PC simuliert, wie das überhaupt aussehen sollte und könnte. Und dann habe ich auch schon direkt losgelegt. Anschleifen brauchte ich den Tanker nicht, denn der Lack war ja noch von der Vorbehandlung stumpf genug. Das Video zu diesem Tank und wie ich das ganze Motorrad hier gebaut habe, die Links dazu habe ich euch mal in der Beschreibung verlinkt. Und das erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass es nicht, und zwar gar nicht so einfach ist, wie es in den anderen Videos aussieht. Also mir ist das sofort aufgefallen, denn so ein Tank, der ist immer direkt in drei Dimensionen rund. Und der Stift, der ist sehr hart und an der Spitze sehr breit und gerade. Der liegt gar nicht immer voll auf. Den Stift also zu führen, so dass der eine wirklich schöne, breite, durchgehende Linie erzeugt, ist alles andere als easy. Aber in den Videos sieht man halt auch immer nur, wie Künstler gerade Striche machen und auf einem flachen Untergrund zeichnen. Ich meine, da habe ich es ja auch versucht, auf einer alten Motorhaube. Und ich glaube, auf Motorhauben und Türen und allem, wo man halt einen glatten Untergrund hat und gerade ziehen kann, ich glaube, da geht das gut. Ja, ich glaube, auf so einem Tank, da muss man schon mehr geübt haben. Und dass ich mir die ganze Geschichte am Computer schon mal grob vordesignt habe, das war gar nicht schlecht. Denn wenn man nah dran ist am Gerät, dann neigt man schnell dazu, Freihand zu improvisieren. Und auch das kann in die Hose gehen, wenn es dann zu fein oder zu viel wird. Was ich aber gleich sagen kann, ist, es macht total Laune. Aber ich meine, wie sollte das auch anders sein? Es ist Malen mit einem dicken Filzstift auf einem Motorrad, das ich vorher selber gebastelt habe. Malen, Filzstift, Motorrad, selber gebastelt. Alle Jungs, die von euch noch die Yps-Hefte kennen, die hätten eine solche Ausgabe mit einer solchen Aufschrift sofort gekauft. Ich wusste also, egal wie es wird, ich werde es für diesen Sommer mögen. Ne, hier auch an den Emblemen wieder ist es das gleiche wie am Tankdeckel und auch am restlichen Tank. Nichts gerade, alles gebogen, alles rund. Bei den kleinen Details habe ich dann erstmal gespart, da werde ich dann zum Schluss noch was hinzufügen. Aber auch da ist die Dosierung wichtig. Und welches Detail ich da jetzt im Endeffekt wie drauf positioniert habe, das habe ich mir alles in Bildern angesehen, die ich im Netz gefunden habe. Und wirklich, wenn man dabei ist, das zu machen, dann ist es schon fast schade, dass es dann doch recht schnell vorbeigeht. Nicht, dass es jedem gefällt, aber es ist ja auch mein Moped und wie ich das so oft in meinen Videos sage, das was ich mache, muss nur mir gefallen und das was ihr macht, das muss nur euch gefallen. Ausschließlich. Und zum Üben fand ich das hier für mich super. Was ich jetzt auch schon sagen kann, ist, dass ich mir diesen Stift nochmal in Weiß besorgen muss, damit ich hier noch überall Highlights setzen kann.
Und das ist das erste Ergebnis. Und weil es mein Motorrad ist und weil ich es angemalt habe und weil ich es mir schon die ganze Zeit eingeredet habe, während ich das gemacht habe, kann ich sagen, ich find's gut, mir gefällt's. Sieht interessant aus. Ist natürlich unglaublich weit weg davon, profihaft zu sein, aber ist doch keck. Also, ich muss das noch viel, viel üben und das ist auch mein Rat an euch, die es auch mal selber versuchen und das auch mal selber versuchen sollten. Macht das. Besorgt euch eine alte Motorhaube oder eine alte Fahrertür oder sonst irgendwas Grades, wenn ihr das am Auto machen wollt. Oder besorgt euch einen alten Tank, wenn ihr das an einem Motorrad oder an einem Roller machen wollt. Und da übt ihr erstmal ganz lange dran, bis ihr den Strich in der Hand habt. Und eine Sache, die ich auch nur wärmstens empfehlen kann, wenn ihr dann fertig seid mit eurem Kunstwerk, dann legt den Lackstift weg und stellt auch das Motorrad weg. Denn solange der Lackstift da liegt, denkt man, ach, ich kann ja hier nochmal einen Strich machen und da nochmal einen Strich machen. Und ruckzuck ist es zu viel. Ich glaube, bei mir ist es jetzt schon zu viel. Ich werde das jetzt für mich auch nochmal üben. Alte Tanks habe ich ja hier genug, aber fürs erste Mal könnte schlimmer aussehen. Und bei mir ist es ja auch egal. Ich habe ja hier noch zwei Originaltanks für dieses Motorrad rumliegen. Im Notfall schraube ich die einfach drauf, während ich diesen Tank wieder abschleife. Aber für diese Saison ist das super. Ich werde euch dann später in einem anderen Video nochmal das Endergebnis zeigen, wie es dann mit den Highlights geworden ist. Also ich werde euch mein Bild zeigen, wenn ich zu Ende gemalt habe. Und das war's. Schön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Hey, passt gut auf euch und andere auf. Habt noch eine schöne Zeit. Seid nett zueinander. Macht viele, viele schöne Dinge für euch. Und macht auch immer viele schöne Dinge für andere. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.